Auch diese Bilder von ungetrübter Gastlichkeit. Nach nichts sehnen wir uns alle mehr als nach einem gemütlichen Zurücklehnen. Auch das könnte es heute Abend für Sie geben, denn wir haben 1,5 Stunden für Sie zusammengestellt, bei denen es allerdings nicht so sehr gemütlich zugehen wird, sondern wo ernsthaft diskutiert wird. Diskutiert über die Zukunft des Tourismus in Vorarlberg. Es gäbe keinen besseren Zeitpunkt als dieses Herauskommen aus einer sehr schwierigen Situation für alle Beteiligten, diese Sehnsucht nach Normalität und das Definieren einer neuen Normalität. Die Tourismusstrategie 2030 für Vorarlberg steht heute Abend im Mittelpunkt. Es soll dies, wie man im Vorarlberger Dialekt sagt, der Kickoff für diese Tourismusstrategie sein. Viele Gespräche, viele Interviews, viele Fokusgruppen in den vergangenen Wochen sind passiert. Viel Hirnschmalz sind in diese Themen geflossen. Wir wollen heute Abend einmal uns erkundigen, wie sieht der aktuelle Stand aus? Es ist in diesen Zeiten schwierig, alle auf einen Punkt zu bringen, gemeinsam kommunizieren, und trotzdem soll man genau in solchen Zeiten kommunizieren. Deshalb gibt es diesen Videostream heute Abend. Ich hoffe, Sie haben es sich gemütlich gemacht. Vielleicht auch ein bisschen was zum Trinken dabei, das schadet ja nie. Und wo geht das dezenter als vor einem Livestream? Das Land Vorarlberg und die Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer haben dieses Programm zusammengestellt. Ich freue mich sehr, durch den heutigen Abend führen zu dürfen. Und das Ziel ist, eine Entscheidungsgrundlage dafür zu haben, was in den kommenden 9 Jahren sich in Vorarlberg entwickeln soll. Das kann allerdings nicht eine Landesregierung und auch nicht die Wirtschaftskammer entscheiden. Das gestalten Sie alle aktiv mit, und deshalb ist es eine breite Diskussion, die schon zum heutigen Zwischenstand geführt hat und die aber auch jetzt erst beginnt. Wie sieht es derzeit aus? Wo wurde gearbeitet? Welche Daten, welche Fakten spielen dabei eine Rolle? Das steht im Zukunftsbild, und den aktuellen Stand des Ganzen wird uns Dr. Peter Vogler geben. Er ist ja bekanntermaßen Leiter des Instituts für Partizipation und Analyse. Partizipation ist ein gutes Stichwort. Sie finden im Zoom, wenn Sie sich zurechtfinden, entweder auf Ihrem Mobilgerät oder auch auf Ihrem Desktop. Unten gibt es eine schwarze Leiste, und da finden Sie auch einen Knopf, den F- und A-Knopf. Da kann man sich kein Essen bestellen, allerdings Fragen und Antworten. Das war die Intention dieses Knopfes. Sie können dort Fragen stellen. Bitte auch während des ganzen Abends. Es ist ja ungefähr auf 1,5 Stunden angelegt. Aber wenn Ihnen jetzt eine interessante Frage während des Vortrags von Dr. Peter Vogler oder auch später während unseren Gesprächsrunden kommen, schreiben Sie es mal gerne auf Vorrat bitte da rein. Wir werden das am Ende für eine große Gesprächsrunde nutzen und möchten Sie also bitten, sich auf diesem Wege mit dem F- und A-Knopf zu beteiligen. Den Evaluierungsprozess begleitet eben das Institut für Partizipation und Analyse, und ich würde den Leiter Dr. Peter Vogler, der bei uns im Studio ist, bitten, mit seinen Ausführungen zu beginnen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich würde Ihnen jetzt gerne sozusagen physisch und präsent diese Evaluierung nahebringen. Es sind sehr, sehr viele Daten entstanden. Wir haben also ganz viele Leute interviewen dürfen, viele tolle Runden gehabt bereits. Es ist so, dass wir sehr, sehr viele Daten sammeln konnten. Und das geht natürlich leichter, wenn wir uns treffen können. Und wir haben trotzdem noch etwas Einschränkungen, aber wir versuchen es jetzt komprimiert zu übermitteln. Und ich bitte um Verständnis, dass wir hier wirklich ein sehr komprimiertes Bild wiedergeben können. Aber Sie dürfen darauf vertrauen, dass alle Daten, die Sie auch mitbearbeitet haben, etwas detaillierter dargestellt werden, vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, wenn wieder Treffen in größerem Ausmaß möglich sind. Dieses Blitzlicht, das ich Ihnen jetzt geben möchte, orientiert sich natürlich an der Tourismusstrategie 2020. Die wurde 2012 ins Leben gerufen, initiiert, und wir haben hier eine Vision vorgelegt bekommen, die wirklich einzigartig war für dieses Land. Da gilt der besondere Dank natürlich auch dem heutigen Wirtschaftskammerpräsident Hans-Peter Metzler, nicht zu vergessen damalige Landesstatthalter Karl-Heinz Rüdisser, die hier federführend dabei waren und ermöglicht haben, dass im Land erstmal so etwas wie eine Strategie für eine Branche entstanden ist. Heute ist das fast schon Standard. Also im Land gibt es mehrere Strategien zu verschiedenen Themen, aber zum damaligen Zeitpunkt war das doch eine Innovation. Die Vision war damals, Zukunft auf Vorarlberger Art im Tourismus zu realisieren, zu verwirklichen und hier aufbauend auf hoher Qualität, Innovationskultur, das Tourismusland Vorarlberg
zu positionieren. Und zwar bis zum vergangenen Jahr. Und wir hätten eigentlich schon vergangenes Jahr starten sollen. Corona-bedingt wurde der Prozess etwas verzögert. Die drei Themen, die wir hier sehen in dieser Folie, in dieser Präsentation, Gastfreundschaft, Regionalität, Nachhaltigkeit, die sind eigentlich Land auf, Land ab bekannt. Touristikerinnen, Touristiker, Gastronomen, Hoteliers und auch Freizeiteinrichtungsbetreiber haben sich stark an diesen Werten orientiert. Und das ist aus der Evaluierung schon ganz klar hervorgegangen. Auch diese Eigenart der vernetzten Zusammenarbeit. Vorarlberg ist ein kleines, überschaubares Land. Das hat sehr, sehr gut funktioniert. Dennoch haben wir natürlich jetzt auch die Chance genutzt, Verbesserungspotenziale bzw. Entwicklungspotenziale für den jetzigen startenden Prozess zu identifizieren. Wir sehen da auch eine Nummer-1-Positionierung. Es gab also auch den Anspruch Vorarlbergs, Nummer-1 zu werden, als alpines Gastgeberinnen-Gastgeberland, und wir sind da auf einem guten Weg dorthin. Die Bestandsaufnahme beinhaltet sozusagen Ausgangsbasis, die Zahlen und Fakten, dann Kernziele und Fachthemen, Zukunftsvorstellungen und wie es weitergeht. Diese Kapitel werde ich Ihnen jetzt in kurzen Blitzlichtern vorstellen. Und wir sind jetzt im Mai, sodass wir jetzt mit der Strategiearbeit, mit der eigentlichen starten können. Und die sieht dann in weiterer Folge so aus. Es gibt dann eine Strategiearbeit. Dann wird es eine Sommerpause geben. Da wird konzeptionell gearbeitet werden im August, im Juli. Und wir hoffen, dass wir gegen Ende Jahr dann die Ergebnisse vorstellen können. Vielleicht wird es auch Anfang nächstes Jahr. Wir haben ja immer noch etwas die Corona-Pandemie zu berücksichtigen und dadurch verzögern sich solche Prozesse auch ein wenig. Wir haben eine ganz interessante Zahl gefunden, die ich an den Anfang stellen möchte. Das Tourismusland Vorarlberg wird finanziert durch mehrere Haushaltsposten. Das heißt, es gibt sozusagen Fördersysteme, die ins Land fließen, beziehungsweise die auch aus den Gemeinden und aus dem Land wieder zurückfließen an den Tourismus. Und in Summe, Land und Gemeinden, sind das rund 43 Millionen Euro. Und wir sehen auch, dass es hier durchaus von der Finanzierung eine Besonderheit gibt in Vorarlberg. Nicht alle Gemeinden beteiligen sich an diesen Finanzierungsformen. Wir haben 20% der Gemeinden, die keine Gästetaxe einheben und über 50% keine Tourismusbeiträge einheben. Das ist sozusagen schon einmal identifiziert als Finanzierungsthema. Und was wir da ganz spannend sehen, ist, dass diese Zahl sich versiebzigfacht, wenn wir davon ausgehen, wie die Wirkung dieser Gelder ist. Das heißt, jeder Euro, der die öffentliche Hand einsetzt, den die öffentliche Hand einsetzt, versiebzigfacht sich, sodass wir insgesamt dann auf fast 3 Milliarden Euro Bruttoregionalprodukt kommen. Was ist das Bruttoregionalprodukt? Das heißt, da sind mehrere Branchen mit verbunden. Nicht nur Hoteliers, nicht nur Gastronomen profitieren von diesen 3 Milliarden, sondern alle Branchen in Vorarlberg partizipieren von diesen Geldern. Und dieses Finanzierungssystem ist sicher ein Thema, das in der Strategie dann weiter aufbereitet wird. Wir haben auch eine Tourismusgesinnungsumfrage gemacht. Was heißt das? Wie steht die Bevölkerung derzeit zum Tourismus? Eine erste Zahl kann ich Ihnen da schon präsentieren. Das ist deswegen so, weil wir noch die Details analysieren müssen. Diese Umfrage war bis vor kurzem online gestartet. Es haben sich über 1700 Personen beteiligt. Das ist eine große Beteiligung für so eine Umfrage im Vorarlberg. Und wir haben hier eine Zahl, die von 1300 Personen generiert wurde und 80%, über 80% der Bevölkerung stehen dem Vorarlberger Tourismus positiv gegenüber. Das ist eine wirklich sehr gute Zahl und wir können davon ausgehen, dass der Tourismus gut verankert ist in der Bevölkerung. Und wir haben es ja gesehen, die Bruttoregionalwertschöpfung hat sich auch in den vergangenen Jahren durch strategische Arbeit erhöht. Teil der Evaluierung sind natürlich auch Zahlen. Da bitte um Verständnis, dass wir da ein paar auch gemeinsam anschauen sollten in der Kürze der Zeit, nur ein paar Blitzlichter. Wir sehen da eine Zahl, die für den Tourismus immer sehr relevant ist. Die Zahl der Ankünfte ist gestiegen und zwar im Zeitraum 2011, 2012 bis 2018, 2019. Warum haben wir bei 2019 Stopp gemacht? Weil ab Jänner, Februar 2020 die Pandemie alle Zahlen durcheinander gewürfelt hat. Vergleichszeitraum also 2011-12 bis 2018-19.
sind die Ankünfte um 16% gestiegen, die Nächtigungen um 10%. Das heißt, es war erfolgreich, es gab Wachstum im Tourismus bis zu der Pandemieauswirkung und die einzige Zahl, die sozusagen im Minus ist, ist die Aufenthaltsdauer. Insgesamt bleiben die Menschen etwas weniger lang bei uns in Vorarlberg, aber das ist ein internationaler Trend, das betrifft nicht nur Vorarlberg. Wenn wir da ein bisschen Vergleich uns anschauen, wo stehen wir im Benchmark, also im Wettbewerbsvergleich mit vergleichbaren Destinationen, da haben wir einen Österreich-Wert, insgesamt in Österreich über 16% Wachstum, Südtirol 14% Wachstum und Vorarlberg eben knapp 10%. Und Graubünden oder die Ostschweiz liegen unter diesem Durchschnittswert. Diese schwarze Linie zeigt den Durchschnittswert an. Also Vorarlberg ist überdurchschnittlich erfolgreich gewesen, wenn es rein um die statistischen Zahlen geht. So, jetzt wird es natürlich besonders spannend, weil da sind jetzt diese Beteiligungsformate kurz zusammengefasst von meiner Seite aufbereitet. Das heißt, Sie sehen jetzt einmal schon, wie viele Personen sich da intensiv in zum Teil dreistündigen Workshops, Fokusgruppen beteiligt haben. Schauen wir auf die untere Zahl, es sind 263 Personen gewesen, Expertinnen, Experten, Touristiker, also wirklich viele, viele Menschen, die auch sozusagen vom Tourismus abhängig sind, aber auch sich stark mit dem Thema beschäftigen. Und da haben wir eine Beteiligung auch, die sehr weiblich ausgerichtet war, also 44%, fast die Hälfte der Menschen, die dabei waren, sind weiblich gewesen und das ist doch ein schöner Wert, weil bei Beteiligungen doch oft ein männlicher Überhang besteht. Ich höre immer wieder, Tourismus ist weiblich und das spiegelt sich natürlich auch in diesen Zahlen wider. Was haben wir da gefragt? Unter anderem auch da ein paar Blitzlichter, zum Beispiel die Frage gestellt, wenn das schon ein Wert war, der erreicht hätte werden sollen, wie gastfreundlich ist Vorarlberg? Und zwar als Gesamtland, der Gast differenziert ja nicht, ob er jetzt irgendwo einkaufen geht oder auf der Straße nett begrüßt wird oder im Hotel oder im Gastronomiebetrieb sozusagen freundlich behandelt wird. Für ihn ist sozusagen das Gesamterlebnis hier in Vorarlberg relevant. Und die Destinationsvertreter und die Regionsvertreter haben gesagt, wir haben diesen Wert in den letzten Jahren bis jetzt erreicht zu 74%. Und das ist ein sehr, sehr guter Wert, auch wenn wir uns anschauen, wie die Gäste das bewerten, dann sehen wir, das ist zwischen 63% und 68%, dass sie Vorarlberg diesen Imagewert zuschreiben. Und in dem Moment können wir sagen, dass das der Bestwert ist, den innerhalb von Österreich diese Branche erreicht. Also kein Bundesland erreicht einen derart hohen Wert bei der Gastfreundschaft. Insofern sind auch hier die Ziele wirksam gewesen. Wir haben dann auch gefragt, wie begründen die Menschen, die diese Werte generieren, ihre Wahl. Da gibt es sehr, sehr viele Rückmeldungen, die werden auch das Material sein, dann, die wir strategisch, das Material, das wir strategisch verarbeiten. Wir haben also hier zum Teil natürlich die Frage, gibt es da große regionale Unterschiede, die wir noch anschauen müssen zwischen den Regionen. Ein interessanter Punkt war, dass eine Aussage war, wir haben ein Problem ein bisschen mit Offenheit und Toleranz gegenüber Fremden. Also Vorarlberger gelten doch als zum Teil reserviert und zurückhaltend, introvertiert zum Teil. Das hängt auch von der Talschaft oder von der Region etwas ab, aber insgesamt, wie gesagt, sehr hohe Werte. Bei Nachhaltigkeit, das war ja einer dieser drei wesentlichen Werte in der Tourismusstrategie, sieht es etwas anders aus. Ich war jetzt da etwas zu schnell, vielleicht zuerst die erste Zahl. Wie haben es die Destinationsworkshops eingeschätzt, wie weit wir da gekommen sind? Auch da sind wir über 50% gelandet, die Einschätzung der Zielerreichung, dass wir sagen, diesen Wert haben wir zu 59% erreichen können. Auch durch die Tourismusstrategie. Wenn wir da noch einmal diese Zahlen der Gästebefragung uns betrachten, dann sehen wir, das sind Werte zwischen 22% und 27%, also doch fast etwas weniger als die Hälfte. Da haben wir tatsächlich Verbesserungspotenziale. Ich sage aber dazu, das ist auch eine schwierige Fragestellung und wir wissen derzeit noch nicht, wie der Wert Nachhaltigkeit interpretiert wird. Da gibt es verschiedenste Interpretationen bei den verschiedenen Menschen, je nach Perspektive. Daher muss man da ein bisschen vorsichtig sein mit dieser Zahl, aber es ist ein Indikator, dass es hier Themen gibt, die man noch stärker betrachten sollte, wenn dieser Wert in der zukünftigen Strategie bleibt. Mobilität ist da ein Thema und es gibt wie immer bei diesen Themen
viel Potenzial zur Verbesserung. Das heißt, was wäre 100%? Das wird man wahrscheinlich bei diesem Wert nie erreichen, also zu 100% nachhaltig zu sein. Schwer zu messen, schwer zu berechnen, schwer zu erreichen. Ganz kurz jetzt noch im Detail, was heißt das? Oder? Die Landesregierung hat natürlich versucht, diese Werte messbar zu machen, Zielebenen zu definieren. Da gibt es 6 Ziele, die wir uns kurz angeschaut haben in der Evaluierung. Wo sind wir gelandet? Beim Ziel 1, Ziel 2, also bei Gastfreundschaft, Innovationskultur, Qualität, sind wir bei guten Werten, darum hier grün markiert. Bei der regionalen Strategie der Destinationen, die sich abgestimmt haben mit den Zielen der Tourismusstrategie, es gibt ja 6 Destinationen, die regional aufgeteilt sind, haben wir eigentlich sehr gute Werte erreicht. Hier kann man nennen zum Beispiel so Leitprojekte, die entstanden sind, nur wegen der Strategie entstanden sind, nämlich Gastgeber auf Vorarlberger Art. Wir haben sozusagen einiges an Netzwerk in den Destinationen, Veranstaltungen dazu bekommen und da hat die Strategie sehr positiv gewirkt. Etwas zurückhaltender bewertet wird die Zielebene Zusammenarbeit zwischen Tourismus und Landwirtschaft. Manchmal versteht man das unter dem Thema Regionalität. Hier sind noch Potenziale, was die Synergien und die Zusammenarbeit dieser Themenbereiche betrifft. Hier ist sowas entstanden wie ein Netzwerk Kulinarik. Es wäre wahrscheinlich ohne diese Strategie auch nicht entstanden. Hier haben wir diese Bereiche, die zum Teil auch mit Verbesserungspotenzial ausgestattet sind, eben die umweltfreundliche Mobilität im Tourismus. Aber wir sehen Zielwerte wie touristische Infrastruktur, Landschaftsqualität mit Ruhezonen und auch die Frage der Energieautonomie insgesamt positiv bewertet. Schauen wir ganz kurz noch einmal in Themenbereiche rein. Das war sozusagen der große Überblick aus den Regionen, das Bild aus den Regionen, Destinationen. In den Themenbereichen, in Fachthemenbereichen haben wir zum Beispiel gefragt, wie war es mit der Umsetzung der Themen Ökologie und Mobilität? Hier sind zum Teil also Werte erreicht worden, das sind so Barometer, Stimmungsbarometer, das darf man nicht überinterpretieren, die durchaus zeigen, wenn man bei diesen Werten bleiben möchte, wovon wir derzeit ausgehen, dann sollte man da noch einmal genauer nachschauen, wo haben wir konkrete Verbesserungspotenziale. Die umweltschonende Mobilität, da geht es natürlich um den öffentlichen Personennahverkehr, der in den Talschaften schon sehr gut ausgebaut ist, aber eben zum Teil noch Verbesserungspotenziale hat. Und beim nachhaltigen Tourismus hat uns in dieser Strategie noch das Messsystem gefehlt. Aber wir sind dabei, auch hier eine Lösung zu finden, mit Expertinnen und Experten das zu erarbeiten. Da ein paar Stichworte. Also es sind natürlich sehr gute Ansätze, Anreize für nachhaltige Mobilität entstanden. Es ist im internationalen Vergleich eine sehr gute Qualität entstanden. Die Kooperation der verschiedenen Interessengruppen ist gut. Ein bisschen gefehlt hat eben die sozusagen Angebote, um zu verstehen, was heißt Nachhaltigkeit, das Naturverständnis zu verbessern. Und dann gibt es natürlich gerade aus solchen Expertengruppen Rückmeldungen, aufpassen, wenn es in Richtung sozusagen Bodenverbrauch geht, Chaletplanungen, dass es vielleicht doch noch Nachbesserungsbedarf, wie immer übrigens beim öffentlichen Personennahverkehr, gibt und dass man eben bei der Landschaft, bei der Natur besonders aufpassen muss. Die Regionalität und Kulinarik hat sehr starke Werte erreicht. Da sind wirklich gute und tolle Initiativen entstanden, die ohne Strategie so nicht entstanden wären. Kulinarik, Regionalität sind also schon, da sieht man, wir sind auf dem Weg. Man könnte sagen, auf dem halben Weg, aber das sind natürlich Themen, die nicht von heute auf morgen entstehen können. Hier sind zunächst einmal die Genussregionen genannt worden. Heute ist es eben das Netzwerk Kulinarik, war ein bisschen ein Blick in die Vergangenheit. Es ist ganz klar, dass das Thema Regionalitätscampus da stark auch genannt wurde. Wir müssen allerdings aufpassen, dass wir nicht zu eng den Raum definieren, sondern dass auch die Bodenseeregion, also über die Grenzen der Tourismus definiert wird. Das hat etwas gefehlt in der Strategie, war Rückmeldung. Und man sollte, das war sozusagen noch ein Hinweis, Verbesserungspotenzial, Visionen konkret und konsequent umsetzen. Und das ist auch der Hinweis für die neue Strategie, jetzt eher in die Umsetzung zu gehen. Ja, die Werte sind definiert, aber stärker in die Umsetzung zu gehen. Beim Thema Bildung, Fachkräfte und Arbeitsmarkt sehen wir ganz starke Werte, weil wir haben da natürlich Projekte, ich habe es schon erwähnt, wie die Tourismusschule Gast. Wir haben Projekte gehabt wie Tourismusjobs.at.
die sehr, sehr erfolgreich gewirkt haben, junge Menschen auch mit diesen Begriffen in Verbindung gebracht haben und sie schon in die Richtung ausgebildet haben, dass sie die Werte auch leben und der Gast es dann spüren kann. Das heißt, wir sehen da auch diese Projekte genannt, was eine Maßzahl auch wäre, um zu sehen, ob es erfolgreich war, ist der Rückgang der Schülerzahlen, hat sich ins Dumme stabilisiert. Das ist eine sehr gute Ausgangsposition für Vorarlberg. Das ist wahrscheinlich, das müsste man nur erheben, im Benchmark in Österreich nicht überall der Fall. Also man hat es geschafft, trotz Rückgänge auch von Lehr und so weiter, Schülerzahlen zu halten, damit auch die Fortbildung zu forcieren. Aber hier sehen wir, und das war auch eine Fachgruppe, die sich damit auseinandergesetzt hat, jetzt war die Ausbildung stark im Fokus, letzte Strategie, nächste Strategie stärker Fort- und Weiterbildung zu betonen. Aber wie gesagt, wir sind erst dabei, diese Themen genauer noch zu definieren. Ganz spannend ist natürlich das Thema Digitalisierung und Innovation. Das war ein Thema, das naturgemäß in der letzten Strategie noch nicht definiert war. Oder wir müssen uns nochmal zurückversetzen. Im Jahre 2010, 2012 waren diese Themen möglicherweise schon auf betrieblicher Ebene stärker da, aber es war noch nicht die Zeit, dass sich auf Landesebene jemand stärker mit der Thematik innerhalb einer Strategie beschäftigt hat. Und daher haben wir da mal erhoben, worum geht es da im nächsten Schritt? Da sollte man zunächst ein gemeinsames zentrales Datenmanagement aufsetzen. Da gibt es auch schon Projekte, die in die Richtung weisen. Das kann die Strategie jetzt unterstützen. Man sollte sowas wie eine Taskforce initiieren, weil es wird eines der Kernthemen sein in der Zukunft des Tourismus. Es fehlt eben so, was eine Rückmeldung war, noch jemand, der den Lead bei der Thematik übernimmt. Wir haben auch vom Rechnungshofbericht einen Hinweis bekommen. Es braucht in Zukunft jemand, der sich um die Umsetzung von Strategien kümmert, der Tourismusstrategie kümmert. Und deswegen sind diese Hinweise natürlich genau in diese Richtung. Wir sollten eben schauen beim nächsten Mal, dass es eine Struktur gibt, die die Strategie dann konsequent umsetzt. Das war ein wirklich schönes Zukunftsbild, das wir bekommen haben von der sogenannten Next Generation, von jungen Menschen, die jetzt in Ausbildung sind, Bludenz, Bezau, Tourismusschulen. Es war die Tourismusschule Gast vertreten mit Schülerinnen und Schülern. Und es war so, dass auch junge Unternehmer dabei waren. Und da haben die uns gesagt, wir sehen eigentlich sehr große Zukunftschancen im Tourismus. Über 80%, 83,10%. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Personen, die da dabei waren, in der Tourismusbranche bis 2030 tätig bleiben? Über 80%. Das sind extrem hohe Werte und ist ein erfreuliches Zukunftsbild. Ich möchte trotzdem noch eines nachliefern, ein Zukunftsbild, das auch diese Beteiligungen erbracht haben. Das sind die Kernthemen, die auch von den Menschen, die sich da beteiligt haben, gewünscht werden zum Großteil. Also Ökologie, Nachhaltigkeit soll weiterhin ein wesentlicher Wert sein, den die Strategie betont. Es soll qualitätsvoll gearbeitet werden. Wir wissen auch, was mit Qualität verstanden wird. Wir haben diese Daten dazu erhoben. Und es kommt ein Begriff rein, der in Zukunft sehr zentral sein wird. Das ist der Begriff Lebensraum, Lebensqualität, sich wohlzufühlen. Und da wird der Tourismus sich breiter wahrscheinlich aufstellen und sagen, es geht auch darum, dass wir den Lebensraum nicht nur für die Gäste, sondern auch für die Einheimischen gestalten, mitgestalten, positiv mitgestalten. Regionalität soll in Zukunft eine Rolle spielen, regionale Produkte, Angebote, kulinarischer Genuss. Es sollte attraktiv bleiben, dass Menschen im Tourismus arbeiten. Die Region sollte echt, authentisch und ursprünglich erlebbar bleiben. Da ist das Thema Regionalität nach wie vor sehr stark verankert. Und das dritte Thema ist die Gastfreundschaft. Aber von der Gewichtung her sehen wir, dass die Gastfreundschaft nicht mehr so zentral jetzt wichtig ist, weil die Werte ja schon sehr gut erreicht werden. Ein Negativbild noch ganz kurz im Sinne von, wo soll es nicht hingehen? Auch das ist immer wichtig zu wissen, was darf nicht passieren? Massentourismus, es darf sozusagen nicht passieren, dass es in Richtung schlechter Tourismuspolitik oder Management geht. Das heißt nicht, dass es jetzt so ist, sondern dass es dahin nicht gehen darf. Und Billigtourismus, Investorenmodelle, da sollte man vorsichtig sein. Oder Partytourismus zu installieren.
Das heißt, auch die Abgrenzung zu Erscheinungen, die wir in der Pandemie gesehen haben, mit Tirol, vielleicht auch ein bisschen Ischgl als Negativbeispiel, wurde hin und wieder genannt. Das als Abgrenzung, wo es nicht hingehen soll. Das Bild habe ich schon am Anfang gezeigt, ich zeige es nochmal ganz am Ende. Der Prozess startet jetzt und wir werden Ziele und Strategien gemeinsam mit sehr, sehr vielen Expertinnen, Experten und Menschen, die sich im Tourismus bewegen und sich damit intensiv beschäftigen, erarbeiten können. Und das freut mich ganz besonders, dass es hier vorwärts geht und dass dieser Prozess jetzt für den Tourismus gestartet wird. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich weiß, das sind sehr, sehr viele Informationen, viele Wörter, viele Zahlen. Aber es war mir wichtig, dass man auch zum Kickoff zeigt, es ist angekommen, wir haben die Beteiligung ernst genommen, die Daten werden berücksichtigt, verarbeitet. Alle konnten wir nicht zeigen, aber es ist sozusagen jetzt der Auftrag, das mit in eine Strategieentwicklung zu nehmen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für diese Beteiligung, diese produktiven, konstruktiven Runden und übergebe jetzt wieder zurück an Gerold Riedmann. Danke für dieses Rüstzeug, Peter Vogler. Was soll an diesem Abend noch passieren? Der Rechnungshofbericht halbwegs positiv. Die heiße Kartoffel Ischgl habe nicht ich als erstes erwähnt. Und ja, Gastfreundschaft, das können wir bereits. Ob das dann tatsächlich für die Tourismusstrategie 2030 reicht, das sollen die nachfolgenden Gesprächsrunden bringen. Wir haben mit interessanten Gästen drei Runden für Sie vorbereitet. Die allererste zu brisanten tourismuspolitischen Fragen, die zweite mit Vertreterinnen einer neuen Generation von Touristikerinnen und Touristikern in Vorarlberg und die dritte dann mit Strategen, mit Managern, mit Innovatoren über die Zukunft, die den Tourismus prägen wird. Und während wir hier im Studio gar alles innerhalb von wenigen Sekunden umbauen, sehen Sie ein paar Bilder aus der Vorarlberger Landschaft. Und ich begrüße bei uns hier im Studio die Landesräte Christian Gantner, Marco Dittler und den Wirtschaftskammerpräsidenten Hans-Peter Metzler. Einen schönen guten Abend, die Herren. Herzlichen guten Abend, vielen Dank für die Einladung. Herr Gantner, Tourismus in Vorarlberg startet jetzt wieder langsam durch. Wieso ist das gerade jetzt ein guter Zeitpunkt, um über das zu reden, was da vor uns liegt? Also ich glaube, die Pandemie ist auch im Tourismus wie in sehr vielen anderen Bereichen ein Brennglas. Sie hat uns gezeigt, was wir vielleicht in der Vergangenheit gut gemacht haben, was wir in der Zukunft auch besser machen können. Und gerade im Tourismus hat sie uns gezeigt, dass man in der Tourismusstrategie auf die richtigen Pferde gesetzt hat. Beispielsweise die Regionalität, die Nachhaltigkeit, das sind genau die Werte, die jetzt in der Pandemie auch vom Gast gefragt waren. Und hier gilt auch an dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Väter der jetzt aktuellen Tourismusstrategie mit Hans-Peter Metzler sitzt einer hier, Karl-Heinz Rüdis ist ein weiterer und viele andere. Und ich denke, da wurde sehr früh, es war eine der ersten Strategien, die man für einen Bereich gemacht hat, wurde sehr früh ja, die richtige Richtung eingeschlagen und auf die richtigen Punkte gesetzt. Ich breche alle protokollarischen Regeln, aber der Herr Landesrat wird es mir nachsehen. Der Partner natürlich auch, die Vorarlberger Wirtschaftskammer, Präsident Hans-Peter Metzler, wurden gerade angesprochen als einer der Väter der bisherigen Strategie. Das heißt, die Tourismusstrategie 2020 war das, an der gearbeitet wurde. Welche Erinnerungen haben Sie daran und was bleibt, wenn man auf die vergangenen 10 Jahre da zurückblickt? Ja, Herr Riedmann, damals war 2020 noch unglaublich weit weg. Jetzt hat es uns schon eingeholt, die neue Dekade. 2010 haben wir begonnen, 2011 uns zu überlegen, was sind jetzt wirklich wichtige Haltungen, Kernwerte, auf die wir den Tourismus aufbauen können. Und das haben wir uns aus unternehmerischer Sicht diese Frage gestellt. Wir haben quasi als Sparte Tourismus damals diese Strategie auch initiiert, dann gemeinsam mit dem Land und unseren Partnern, weil wir wissen wollten, wo sehen wir unsere Zukunft, wo müssen sich die Betriebe hinorientieren und haben dann diese Wertegefäße quasi ausgearbeitet, Regionalität, Nachhaltigkeit und Gastfreundschaft, wo sehr viel Platz hat. Und es war uns eigentlich wichtig, dass man
Wir haben vorher von Qualität gehört. Qualität ist die Pflicht in unserer Branche. Und wir reden hier über Themen der Kür. Und diese Wertewelten quasi in einem Entwicklungsprozess zu stärken, das war uns so wichtig, über Projekte und gemeinsame Ziele. Und Herr Riebmann, wenn Sie vor, ja, ich sage jetzt einmal 10 Jahren, 10 Gastronomen oder 10 Hoteliers oder 10 Tourismus aus dem System befindliche Menschen gefragt hätten, in der Nacht aufgeweckt und gefragt, wo geht die Reise hin im Vorarlberger Tourismus, was sind die wichtigen Kernwelten und Kernthemen, dann hätten Sie wahrscheinlich 10 verschiedene Antworten bekommen. Und heute glaube ich, dass von 10, 7 Ihnen sagen werden, genau diese 3 Kernwerte. Und da sind auch viele schon auf diesem Weg. Und das nennt man Wettbewerbsvorteil zweiter Ordnung, weil Entwicklungen sind nicht kopierbar. Ich fürchte, dass vor 10 Jahren vielleicht gar nicht alle Touristiker auch den korrekten Namen ihrer jeweiligen Tourismusregion nachts um 3 richtig hergebracht hätten. Aber das ist eine andere Geschichte. Marco Dietler, wie wichtig ist der Tourismus und auch vor allem eine Entwicklung einer Strategie, die über ein Jahrzehnt geht, für den Wirtschaftsstandort Vorarlberg? Ich glaube, dass gerade für einen Wirtschaftsstandort gesamt es sehr wichtig ist, dass sich so wichtige Branchen oder Wirtschaftszweige wie der Tourismus auch von Zeit zu Zeit hinterfragen, ihre Strategie hinterfragen, Ziele vielleicht neu ausrichten, sich neu justieren. Und ich glaube, dass gerade die Entwicklung der letzten Monate und des letzten Jahres gezeigt hat, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, das zu tun. Auf Vergangenes zurückblicken, aber in die Zukunft schauen und zu sagen, okay, das sind die neuen Ziele und Stoßrichtungen für den Tourismusstandort Vorarlberg. An dieser Stelle auch herzlichen Dank an alle, die sich hier beteiligen. Hier braucht es sehr viel Input auch aus der Branche heraus. Hier braucht es sehr viel Kommunikation, Vergangenes anzuschauen und dann in die Zukunft zu blicken. Eine sehr wertvolle und wichtige Aufgabe. Und ich glaube, gerade für den Wirtschaftsstandort als Summe einfach sehr wichtig, wenn es eine gesamte Branche für sich selber macht. Christian Gantner, jetzt haben wir über die bisherige Tourismusstrategie und Zutaten, die wichtig wären, gesprochen. Was konkret soll aus Ihrer Sicht in einer Tourismusstrategie, die auf die kommenden Jahre sich fokussiert, was muss da drin sein? Also ich möchte zuerst noch einen Blick in den Rückspiegel und auf die Vergangenheit werfen. Der Tourismus ist für mich wichtiger Impulsgeber. Impulsgeber für die Regionen, Impulsgeber für unseren ländlichen Raum. Wir hätten, denke ich, gerade in unseren Talschaften sehr viel nicht, wenn es den Tourismus nicht geben würde. Und jede touristische Infrastruktur ist letztlich auch eine Infrastruktur für die Einheimischen. Und da übernimmt der Tourismus bereits jetzt eine sehr wichtige Aufgabe. Für mich ist der Tourismus der Zukunft ganz klar mehr als wie Zimmer vermieten und gutes Essen kochen. Der Tourismus ist nicht Selbstzweck, der Tourismus ist für mich ja die Energiequelle, bildlich gesprochen, für nachhaltige Lebensraumentwicklung. Ich glaube, unsere Destinationen werden in Zukunft noch mehr die Bedeutung neben dem Destinationsmarketing hin in Lebensraum-Kooperation, Lebensraum-Zusammenarbeit. Sie sind die, die die ganzen Puzzleteile in diesem Lebensraum zusammenfügen. Und der Tourismus, um hier noch ein Bild zu setzen, ist für mich auch Geburtshelfer. Geburtshelfer vieler regionalen Kooperationen. Für mich ein Beispiel hier auch immer die Landwirtschaft. Wir haben in der Evaluierung gehört, hier gibt es noch Potenzial, hier kann man noch viel machen. Für mich ist die Landwirtschaft und der Tourismus, das sind Zukunftszwillinge. Sie sind ureigens voneinander abhängig. Der Tourismus ist für die Landwirtschaft ein guter Abnehmer von gesunden Lebensmitteln. Gleichzeitig ist, glaube ich, die bäuerliche Arbeit, die unsere Landschaft zu dem macht, was sie ist, letztlich auch die Grundlage für den Tourismus. Und zum Letzten, glaube ich, müssen wir auch bei dieser neuen Tourismusstrategie, es war bei der aktuellen schon ein wichtiger Punkt, wir müssen noch intensiver in unser höchstes Gut, in unsere Mitarbeiter investieren. Sie sind unsere Grundlage, sie sind unser Gold. Und ja, wenn vielleicht die im Tourismus Mitarbeitenden in den vergangenen Monaten durchaus keine einfache Zeit haben, können wir ihnen aber auch für die Zukunft mitgeben, der Tourismus ist für mich doch nach wie vor ein branchensicherer Arbeitsplatz, weil wir können weder unsere Gastfreundschaft noch unsere Berge auslagern. Die werden immer hier bleiben. Aus den Daten, Herr Wirtschaftskammerpräsident, vorhin war ja auch irgendwie zu lesen, ja, wir wollen nicht die Billigheimer sein, der Vorarlberger Tourismus hält auch was von sich, kann auch Gastfreundschaft schon, was noch eines der zentralen Elemente der vergangenen Strategie war. Jetzt könnte man unhöflich fragen, was können wir noch nicht? Und um es in höflichere Worte zu kleiden, wo liegt denn das größte Potenzial für die kommenden Jahre?
Ja, wir können vieles und können einiges noch nicht. Das Potenzial liegt sicher jetzt in der Evaluierung, in der Neuausrichtung, in der Stärkung dieser Strategie, auch was die spätere Steuerung dann anbelangt. Da gibt es sicher Erkenntnisse der Vergangenheit, wo wir sagen können, da müssen wir noch stärker draufschauen, da braucht es Verantwortlichkeiten für diese entsprechenden vielen Projekte, die da sind. Aber was es vor allem braucht, ist Durchhaltevermögen. Und ich kenne sehr viele Leitbilder und auch Strategien, die in irgendwelchen Schubladen verstauben. Und das ist uns bei dieser Strategie nicht passiert, sondern wir haben sie wirklich versucht, am Leben zu halten und immer gesagt, der Weg ist das Ziel. Und wenn ich dann bei Regionalentwicklungsthemen und Lebensraumsthemen und Kooperationsthemen mit diesem Miteinander in die Zielgerade komme, dann denke ich, boah, dahinter steht jetzt, auf der Fahne steht jetzt Ziel. Und dann komme ich näher und spüre, da steht schon wieder Start, weil es nie zu Ende sein wird. Und solche Prozesse, wie man sie jetzt in diesem kleinen, überschaubaren Land Vorarlberg mit diesen wunderbaren Regionen quasi besser machen kann als unsere Mitbewerber da und dort, glauben wir, dass wir da auch, wenn wir durchhalten, diese Entwicklungen quasi auf die Höhe der Zeit bringen. Ich kann mich gut erinnern, wie wir eher ausgelacht wurden 2010, 11, wo wir von Regionalität gesprochen haben, von Nachhaltigkeit, ein verbrauchtes Wort, was wählen wir da mit dem Zug? Und heute sind diese Kernwerte und das Menschliche, die Gastfreundschaft in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und jetzt gilt es, glaube ich, wieder die nächsten 10 Jahre, so schwer es ist, und es wird viel schwerer immer noch, mit diesen ganzen Entwicklungen, weil alles viel beschleunigter ist und komplexer. Aber jetzt gilt es, die nächsten 10 Jahre ein bisschen zu denken und zu versuchen, in den Themen Digitalisierung, Innovation, da kommen noch ganz neue Herausforderungen auf uns zu, dort einen Boden gut zu machen und uns weiterzuentwickeln als Tourismus und als Regionen. Aber vor allem glaube ich, ohne vorwegzugreifen, dass diese Kernwerte, weil sie so in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind und auch auf unseren Märkten quasi wirklich zu Entscheidungen führen, dass ich dorthin in den Urlaub gehe, dass wir da noch stärker daran arbeiten, noch stärker an unserer Vermarktung, damit die Menschen draußen auch wissen, dass es da einen Fleck gibt vor dem Adelberg, zwischen Bodensee und Adelberg, der unglaublich besuchenswert ist und der so eine tolle Vielfalt hat und so viele Spitzenleistungen von der Kultur bis hin zu touristischen Angeboten und in ganz, ganz vielen Ebenen und der lebenswert ist. Das ist so entscheidend. Unser Wirtschaftsstandort, unser Standort ist ein Lebensraum und damit auch ein Erlebensraum für Gäste, weil die suchen nicht mehr die Disney Worlds und nicht mehr die gekünstelten Geschichten, sondern die Zielgruppe, die Sie vorher angesprochen haben, Herr Riebmann, die ja ein bisschen auch bereit sind, Geld auszugeben und damit unsere Wertschöpfung stärken. Diese Leute suchen Authentizität, diese Leute suchen echte Gastfreundschaft, die suchen genau diese Kernwerte und ich glaube, die können wir ihnen bieten. Und darum bin ich eigentlich recht zuversichtlich, dass wir auch in der neuen Konstellation jetzt da die richtigen Schlüsse ziehen und die Strategie weiterentwickeln und dranbleiben und nicht in der Schublade stecken, sondern richtig mit Leben erfüllen. Und da sind ganz, ganz viele Betriebe und ganz viele Leute im Tourismussystem sind da dabei, bei diesen Kernwerten und die leben das auch. Das ist eine Haltungsfrage, das ist keine Marketingfrage, das ist ganz wichtig. Wenn wir sagen, das ist eine Marketinggeschichte, spielen wir allen vor, wie gut wir sind in diesen Themen, das merken die Gäste. Das ist eine Haltungsfrage und da haben wir, glaube ich, jetzt über die letzten 10 Jahre die kritische Masse schon erreicht, Systemtheorie, dass es noch wirklich Kraft bekommt oder wir sind kurz davor. Also das hat schon Sinn gemacht alles. Kurze Vorarlberger Zusammenfassung, man will es gehörig machen. Ja. Marco Dittler, jetzt hat diese Pandemie, wenn man noch irgendwas Positives daraus greifen will, uns gezeigt, dass viele Sachen nicht selbstverständlich sind. Touristisch, wer hätte gedacht, ich habe mir vor einigen Tagen die Zahlen angesehen, dass es in Lech am Adelberg -98% bei den Gästenächtigungen gibt, wo wir ansonsten in einem System waren, in dem wir um ein paar Prozent mehr und um Wachstum und um Kampf um Marktanteile, da geht es ja dann doch um alles. Die Pandemie hat also gezeigt, dass vieles nicht selbstverständlich ist und wahrscheinlich auch manchen Bereichen gezeigt, dass der Tourismus dann doch mehr ein Schwungrad ist, als man das im Alltag sich vielleicht zugestehen möchte. Wie haben Sie das erlebt? Das ist absolut richtig. Ich glaube, die Pandemie hat uns vor Augen geführt und zwar in einer Art und Weise, wie wir sie noch nie erleben haben müssen in unserer Generation, wie fragile und anfällig auch unser Wirtschaftssystem in Summe ist. Und der Tourismus und die Tourismusbranche ist sicherlich die Branche, die es in dieser Zeit mit am härtesten getroffen hat, die von den Lockdowns am längsten betroffen war, wo sich das über den gesamten Wirtschaftszweig im Prinzip ausgebreitet hat.
Und das zeigt, wie wichtig auch der Tourismus ist natürlich. Er ist in erster Linie ein ganz ein wichtiger Arbeitgeber in den Regionen, aber darüber hinaus, so wie Christian Gantner bereits erwähnt hat, ist er auch ein wichtiger Impulsgeber. Und das zeigt sich im Prinzip entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Das fängt an bei Architektur, wenn es um die Planung geht. Das geht über die Bauwirtschaft weiter bis zum Handwerker, bis zur Inneneinrichtung und hört dann irgendwo beim Handel oder bei der Dienstleistung auf. Das sind alles Branchen, die vom Tourismus auch leben und mit dem Tourismus leben. Also es ist nicht nur Tourismus als Arbeitsplatzgeber, sondern es ist Tourismus ein ganz wichtiges Mosaiksteinchen in unserer Wertschöpfungskette und auch im Wirtschaftsstandort Vorarlberg. Und die Pandemie hat das schmerzhaft vor Augen geführt. Man kann das eine gewisse Zeit lang kompensieren. Das geht schon. Wenn man nur die betroffenen Branchen betrifft, dann ist es natürlich dort schlimm. Ja? Der Wirtschaftsstandort hat in der Vergangenheit immer wieder mal aufgezeigt, dass die eine oder andere Branche es schafft, die andere zu kompensieren. Wir haben immer wieder Situationen gehabt, wo beispielsweise Gewerbe, Handwerk, Industrie gestützt hat oder umgedreht. Oder wir haben eine Wirtschaftskrise hinter uns, die damals auch keine so schlimme Konsumkrise war, wo der Tourismus gestützt worden ist. Das ist wichtig für den Wirtschaftsstandort per se, aber es zeigt, wie fragil der Wirtschaftsstandort ist. Und wir in Vorarlberg das Glück haben, dass wir sehr breit und diversifiziert aufgestellt sind. Wir haben ein großes Glück. Politiker sind gewohnt, dass ihren Statements teilweise heftig widersprochen wird. Das heißt, wenn Sie das jetzt tun wollen, gibt es den F&A-Knopf. Da gibt es die Möglichkeit, nicht nur Co-Referate zu halten, wer Wert darauf legt, sondern auch Fragen zu stellen. Darüber würden wir uns freuen. Es gibt einige Fragen, die schon bei uns im Chat aufgeschlagen sind und Sie sind herzlich eingeladen, sich auch da zu beteiligen, vor allem, weil wir jetzt gleich in weitere Gesprächsrunden gehen. Ich bedanke mich bei den Herren aus Funktion und Politik sozusagen, diesen Aufschlag zu machen und seine hochkarätige Einstimmung heute Abend zu geben. Und wir wollen jetzt mit jenen reden, die diese Strategie dann, das tut der Herr Präsident zwar auch im eigenen Betrieb, aber dann auch umsetzen sollen, mitgestalten sollen und werden mit einer neuen Generation von Touristikern sprechen. Wunderbare Bilder aus Vorarlbergs Bergwelt. Und bei uns geht es mit einer Runde nicht nur von Touristikern weiter, sondern von drei Touristikerinnen, jungen Touristikerinnen, die diese neue Tourismusstrategie sicherlich mitgestalten werden, mitgestalten wollen und dabei sind, sich in diesem Beruf teilweise, und zwar im Fall von Pia Hagen gilt als Schülerin, der Gast, sich in diesem Beruf zu etablieren. Ich begrüße weiters Sarah Ranack aus Lingenau vom Café Badhus zu uns gekommen und Amelie Krämer vom Alpenhotel Heimspitze. Wunderbar, dass ihr alle da seid, wunderbar, dass Sie bei uns sind und auch ihre Gedanken uns allen mitgeben, auch zur Diskussion stellen. Vielleicht, Frau Krämer, wenn wir zwei beginnen, eine innovative junge Touristikerin, die in diesem Land etwas gestalten möchte. Was ist denn besonders wichtig, um den Tourismus tatsächlich auch mit diesen Schlagworten, die wir alle kennen, nachhaltig und körig, so sie, und leistbar, aber dann doch nicht billig. Was sind Themen, die Sie in Ihrem eigenen Betrieb momentan umgeben? Ja, also das ist eine ganz spannende Geschichte, durch die wir jetzt gerade momentan gehen dürfen. Wir haben alle vorher gehört, die drei Hauptpfeiler, Gastfreundschaft, Nachhaltigkeit, Regionalität, das sind sehr facettenreiche Worte für mich, vor allem der Aspekt Nachhaltigkeit, weil im ersten Moment denkt man da immer zuerst an Natur und der ökologische Aspekt, aber es ist einfach ganz, ganz viel mehr. Und ich bin heute auf einem ganz spannenden Seminar gewesen, wo es um das Thema Nachhaltigkeit im Montafon gegangen ist, habe ich auch sehr viel mitnehmen können und man merkt einfach, wie viele Aspekte da einfach um uns als Touristiker bzw. Gastronomen, Hoteliers uns da bevorstehen. Und das ist ganz, ganz spannend. Und ich sehe das jetzt
Ich persönlich habe das Glück, in einem Familienbetrieb als vierter Generation zu arbeiten und da meine Vision der Zukunft auch ein bisschen zum Umsetzen. Das macht sehr viel Spaß, es sind sehr viele Herausforderungen, ein paar größere und ein paar kleinere Steine, aber es ist eine ganz tolle Herausforderung, macht sehr viel Spaß, gerade im Aspekt Nachhaltigkeit auch, wo ich einfach der Meinung bin, das ist eben mehr als nur die Natur, das ist Mut, das ist Selbstbewusstsein, das ist aber auch Spaß und ich finde, da gibt es einfach sehr, sehr viele Aspekte und ist ganz ein tiefes Thema, wo man da jetzt auch drauf eingehen könnte. Und ich versuche es so gut wie möglich bei mir im Betrieb zum Umsetzen. Ich meine, ich baue mir eigenes Gemüse an, es ist nicht so einfach auf 1500 Meter. Skagella wächst nicht alles. Nicht alles, aber ich kann ziemlich gute Quoten vorzeigen. Ja. Und ich habe unsere eigenen Tierle und natürlich tun wir auch Mülltrenner und auf die Umwelt schauen. Aber ich glaube einfach, dass auch der soziale Aspekt gegenüber unseren Mitarbeitern ist mein größtes Kapital. Ohne mein Team bin ich nichts. Und ich glaube, dass man das einfach auch mit einfließen lassen muss in seine Einstellung, was Nachhaltigkeit im Tourismus angeht. Sarah Ranak, antizyklisch zu arbeiten, antizyklisch zu entscheiden, das lernt man an den Business- und Management-Schulen dieser Welt. Aber dann mitten in der Pandemie seinen eigenen Traum vom Badhaus in Lingenau umzusetzen, da muss man schon wilder Hund auch zu einem gewissen Teil sein. Was war das aus Ihrer Perspektive für eine Geschichte? Ja, wir haben jetzt nach einer intensiven Vorbereitungszeit von circa eineinhalb Jahren im März unser Badhaus eröffnet. Ich muss sagen, in der Vorbereitungszeit war Corona Gerrit unbedingt das Problem, weil man natürlich durch das ein bisschen mehr Zeit dafür gehabt hat. Die Schwierigkeiten sind dann eigentlich wirklich erst gekommen, oder ja, wo man dann auftauchen, weil man halt mit einer ganzen Richtlinie, dass das alles kontrolliert wird, das ist einfach mehr Aufwand, mit dem man am Anfang kalkuliert hat. Ja, genau. Pia Hagen, Schülerin der Gast. Und wenn wir das einmal aus einer ersten Hand sozusagen hören können, was waren denn die Gründe, sich für A, den Tourismus und B, dann speziell die Gast zu entscheiden? Also ich habe früher schon immer bei meiner Firmengarte im Wälderhof geholfen und dort habe ich einfach immer schon gemerkt, ja, ich will den Tourismus, weil ich es einfach gehen tue. Und auch gerade der Gast finde ich speziell, das ist einfach so schön, dass ich schaffen kann und Schule gleichzeitig oder halt Bates zusammen haben und auch einfach Abwechslung mit ihr bringen und ja, als auch praktisch erlebe und nicht nur in der Schule als Hörend. Ja. Wie war die Pandemiesituation aus Sicht von der Schüler, von der Schülerinnen? Also mir, also Distance Learning hat mir eigentlich nicht so viel Dauer, bis halt die ganze Praktikums und alles ausgefallen natürlich, der ganze ganze Kochunterricht, alles ist ausgefallen. Das war ein bisschen blöd, aber sonst ist schon gegangen. Was wären jetzt Erwartungshaltungen auf die kommenden 10 Jahre gesprochen beispielsweise? Was sind Themen, die aus Ihrer Sicht im Vorarlberger Tourismus durchaus noch mehr Schwung vertragen könnten? Ja, also ich denke, dass man halt die Jugendlichen gescheit mit ihr zu kann und auch, weil jetzt merken glaube ich alle, dass Tourismus im Tourismus schaffen echt Spaß macht. Und dass man einfach dort guckt, dass die Jugendlichen auch gleich von Anfang an gescheit mithelfen können und es ihnen einfach Spaß macht. Amelie Krämer, Sie haben uns schon ein bisschen was aus Gargellen erzählt und auch aus dem Betrieb, den Sie leiten. Was ist das Vorbild beispielsweise, so gefragt, nachdem Sie sich richten? Welche Leitlinien gibt es für den eigenen Betrieb, die die kommenden Jahre vorgeben? Welche Ziele werden da niedergeschrieben? Ja, also ich glaube, mein größtes Vorbild ist sicherlich meine Großmutter, die für mich eine Pionierin des Tourismus ist und eigentlich dazu mal schon sehr nachhaltig gearbeitet hat. Sei es nur durch schon die Mitarbeiterbindung, den Respekt unserer Tradition gegenüber. Sie hat mal zu mir gesagt, Amelie, Zukunft hat ihr Herz in der Tradition und genauso lebe ich das auch. Ich finde, man muss gerade in unserer Generation so sehen, wie ein bisschen wie ein Baum im Wald, mit der Füße gehörig verwurzelt in seiner Tradition und wissen, wo man herkommt, aber der Kopf sollte auch der frische Luft sehen und der Weitblick in die Zukunft haben. Und so versuche ich einfach auch nicht nur für meinen Betrieb, sondern auch für mein Dorf und für meine Tourismusregion da zu sein. Ich finde, Gargellen macht es eigentlich auch schon ganz gut, einfach durch die Gemeinschaft, die wir in unserem Dorf haben, durch das Zusammenheben, was, glaube ich, wir Mund auf Hunger ziemlich gut können, auch, vor allem, wenn es hart auf hart kommt. Und
ja, zum Beispiel das Projekt Gelner Fensterweg, der jetzt auch bald seine Eröffnung haben wird, wo wir auch Jungen aktiv nicht nur einbezogen würden, sondern auch mitschaffen dürfen und mitdenken dürfen. Die Gelner Art, das Projekt Bergdorf 2025, das widerspiegelt sich dann einfach bei uns im Dorf und in der Einstellung von jedem einzelnen Betrieb bei uns im Dorf und in meinem natürlich auch. Viel funktioniert gut. Es gibt sicherlich auch immer wieder die Perspektive, vor allem eine junge Perspektive, wo man sich denkt, da müsste sich noch ein bisschen was ändern. Da könnte man jetzt in den kommenden Workshops, in den kommenden Selbsthilfegruppen für manche vielleicht auch noch was am Vorarlberger Tourismus tun. Wo orten Sie Handlungsbedarf? Oh ja, ich wünsche mir ziemlich viel. Abgesehen davon, dass ich mir wünsche, dass mein Tag ein paar Stunden mehr hat, wünsche ich mir einfach auch teilweise eine vereinfachte Bürokratie, weil uns doch sehr viel Papierkram auch teilweise im Weg steht, sage ich jetzt mal, wenn ich das so in Anführungsstrichen sagen darf. Ich wünsche mir vor allem mehr Mut, ich wünsche mir mehr Selbstbewusstsein, damit nicht nur unsere Branche attraktiver wieder wird, sondern auch, dass wir wissen, das, was wir tun, machen wir gehörig, wir machen es mit Leidenschaft, wir machen es mit Liebe und das sollte auch so weiter transportiert werden. Und wenn nicht mir, wer sonst? Sarah Ranack hat sich das Gleiche gedacht und dann selbst durchgestartet mit dem angesprochenen Mut. Was wären jetzt Punkte, die vielleicht mehr Menschen wie Sie motivieren könnten, vielleicht auch nicht mitten in einer Pandemie, aber kurz danach, was Neues, was Eigenes, was Frisches zu starten? Also ich schließe mich da an. Es ist, wenn ich jetzt von uns spreche, ist wirklich das Hauptproblem war bei uns die aber auch Bürokratie, das Ganze, bis man mal wirklich eine Gastronomie eröffnen kann, wenn es jetzt eine coole Gastronomie gibt zum Beispiel, ist das ein brutaler Hürdenlauf. Und wenn wir jetzt zu viel gesehen wären, wo immer wieder jemand gesagt hat, so, komm, wir machen jetzt doch weiter, weiß ich, ob wir jetzt heute da staut hätten, weil es wirklich sehr mühsam ist mit der Zeit. Wie es ist, wenn man schon Gastronomie hat und das einfach nur übernimmt, das weiß ich jetzt nicht. Ich kann nur davon reden, wenn man jetzt ganz neu anfängt. Und ich denke, dass wenn sich da was tut, dass man da ein paar Hürden übergehen kann, dass das ein bisschen einfacher ist, denke ich, dass viele der Mut, den sie hätten, dass der ausreichend hätte und dass dann noch mehr passieren würde. Ich glaube, dass da manche schon scheitern, denn, weil es ist wirklich sehr zäh mit der Zeit. Wir Hagen, das ist sehr zäh, kann auch eine Schule mit der Zeit werden. Aber wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, Weihnachten ist noch länger nicht, Wunschzettel sind trotzdem erlaubt. Was würde man denn den verantwortlichen Damen und Herren am liebsten ins Stammbuch schreiben, wie auch Perspektiven aus Sicht von Schülerinnen, von Schülern verbessert werden könnten? Ja, also ich finde eigentlich, es ist eher als eigentlich, also bei gut, aber halt, dass man einfach die Jugendlichen, wie ich schon gesagt, mehr mit ihr bezieht und dass einfach die Jugendlichen das dann was ihnen Spaß macht und auch sagen, was sie gerne täten und was halt lieber nicht. Ja. So gehört sich das. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dieser Gesprächsrunde voll frischer Energiewünsche für die Umsetzung ihrer Träume, Vorhaben und natürlich auch dem jetzt anlaufenden Sommertourismus alles, alles Gute und weiterhin toi, toi, toi in der Ausbildung. Und wir schauen wieder einige Szenen aus Vorarlbergs Landschaft an. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Ich könnte stundenlang zusehen. Allerdings müsste das Wetter dazu sich auch leicht wieder verbessern da draußen. Wobei, es war eigentlich gar nicht so mies heute. Und ich glaube auch, dass der Sommer jetzt einiges Potenzial mit sich bringt, besser als dieser Mai zu werden. Wir wollen aber heute Abend nicht über das Wetter reden, sondern über Tourismusstrategien, über Innovationen im Tourismus. Und ich freue mich umso mehr, dass die dritte und finale Gesprächsrunde unseres heutigen Abends geprägt werden wird von Kerstin Biedermann-Smith, die zwischenzeitlich Sprecherin aller Tourismusregionen in Vorarlberg.
Vorarlberg ist Wirtschaftskammer-Vizepräsident Dr. Stefan Hagen, den wir sehr herzlich im Studio begrüßen und ihm zu seiner Tochter, die zuvor auf diesem Stuhl saß, herzlich gratulieren. Und Spartenobmann Markus Kegele, der aus Stuben zu uns gekommen ist, einen schönen Abend. Herr Kegele, fangen wir doch gleich an, jetzt bin ich furchtbar unhöflich, fällt mir gerade auf, aber ich bin gleich zurück, ich versprich's. Herr Kegele, 3.500 Betriebe sind es im Tourismus, die Sie als Spartenobmann vertreten. Welche strategischen Hebel gibt es denn jetzt, um voll durchzustarten? Also zunächst sind wir mal froh, dass wir die Öffnungszeit haben. Wir sind auch extrem froh, dass wir die Modellregion Vorarlberg sehr gut überstanden haben. Es waren doch 12 Wochen, die wir Vorsprung hatten auf den Rest von Österreich. Und jetzt gilt es wurde von den Vorgängern schon sehr viel gesagt, uns geht es jetzt eigentlich darum, auch um die Rahmenbedingungen. Zum Beispiel, es geht auch um die Entbürokratisierung. Es geht für uns auch in Zukunft in dieser Tourismusstrategie auch um die Vermeidung natürlich von Doppelgleisigkeiten. Kerstin Biedermann-Smith, aus dem Oberland tät man da im Unterland sägen, aber die Alpenregion Bludenz, wie sie offiziell heißt, das ist Ihr Home-Turf. Für alle anderen 5 Regionen sprechen Sie heute sozusagen mit. Wie sehr funktioniert der Austausch zwischen den Regionen? Was kann durch diesen vielleicht auch verstärkten Austausch im Rahmen dieses Prozesses in Vorarlberg in den Regionen dann konkret verbessert werden? Also für uns funktioniert sehr gut, die letzten Jahre bereits geübt durch auch die Verbindung mit dem Thema Marketing im Netzwerk mit Vorarlberg Tourismus. Wir merken die letzten Jahre, dass es auch sehr viel natürlich um Persönlichkeiten geht, um Persönliches. Wir verstehen uns alle sehr gut, sozusagen die Geschäftsführerriege der Destinationen, und dass wir uns sehr gut ergänzen und dass die Tourismusstrategie 2030 uns jetzt gerade nochmal die Möglichkeit gibt, uns noch stärker auszutauschen, noch mehr voneinander zu lernen, auch die Bedürfnisse und natürlich auch uns entsprechend weiterzuentwickeln. Das heißt, auch zu sehen, wo braucht es was, was kann in einer Destination gut erledigt werden und was macht vielleicht eine andere besser. Und das macht eben dieses Marketing im Netzwerk miteinander gut aus und gibt uns die Chance, uns auch in der Tourismusstrategie 2030 gut einzubringen. Stefan Hagen, nicht nur Wirtschaftskammer-Vizepräsident, sondern auch eingebunden in diese Strategie, aus dem angestammten Beruf als Innovator, als systemischer Berater auch für Unternehmen und auch genau für solche Projekte. Was geht aus Ihrer Ansicht im Vorarlberger Tourismus? Also ich glaube, grundsätzlich haben wir eine sehr, sehr gute Grundlage und auch einen sehr guten Boden, um uns jetzt weiterzuentwickeln. Also ich glaube, es gibt viele Punkte, wo wir wissen, dass es dort Innovation, Entwicklung braucht. Der Schlüssel aus meiner Sicht ist gutes, kreatives Unternehmertum. Also ich würde mir wünschen, dass es gelingt, auch gerade über die neue Generation, wie wir sie vorher gesehen haben, noch mehr die jüngeren Kräfte einzubinden, noch mehr auch junge Menschen zu ermutigen, sowohl in der mitarbeitenden Rolle als auch speziell in der Rolle von unternehmerischen Kräften tätig zu werden. Und das ist aus meiner Sicht der Schlüssel, weil wenn wir irgendwann die Menschen im Tourismus nicht mehr haben, dann helfen uns auch keine Konzepte. Darauf würde ich den größten Wert legen. Und vielleicht als zweiten Punkt, ich glaube, wir dürfen uns durchaus auch etwas mehr trauen und ein bisschen auch Vielfalt walten lassen. Eben das Gegenteil von Monokultur. Ich glaube, es verträgt Vielfalt in Vorarlberg. Und dann, glaube ich, haben wir sehr, sehr gute Grundlagen, um uns weiterzuentwickeln und weiter einen guten Job zu machen. Frau Biedermann-Smith, wir wollen heute nicht über die Österreich-Werbung sprechen, versprochen. Fangen wir von der anderen Seite an, das ist vielleicht einfacher. Die Frau Kremer hat das vorher gesagt, Mirin Gargellen können schon viel selber. Manchmal macht man es dann auch in der Talschaft oder eben in der Region. Was haben jetzt die einzelnen Regionen, auch die einzelnen Mitgliedsbetriebe in den Regionen davon, wenn dann die 6 Regionen zusammenarbeiten und Dinge gemeinsam machen? Also ganz praktisch gesprochen, Corona hat es uns vorgemacht, dass es heißt, dass wir Destinationen uns intensiv miteinander austauschen, dass wir voneinander lernen, dass wir uns auch insofern ergänzen, weil oftmals der eine etwas weiß und das auch dann einen anderen weitergibt. Wir müssen nicht alles immer selbst erfinden in der jeweiligen Destination. Es ist natürlich so, dass jede Destination ein bisschen Spezifikum hat, besondere Herausforderungen, Rahmenbedingungen hat, aber gerade das bereichert uns auch und das lässt uns eben auch zu, dass man mal den Blick über die Grenzen wirft. Oder aber eben auch, dass wir sehen, gemeinschaftlich macht es Sinn, zum einen natürlich auch in der Außenauftritt, sei es destinationsübergreifend oder auch mit Vorarlberg Tourismus gemeinsam, weil natürlich sprechen wir sehr ähnliche Märkte an. Natürlich ist auch das Produkt, desto weiter wir wegkommen,
ähnlicher, aber dennoch geht es darum, Spezifikationen in den Talschaften aufzubauen. Warum muss ich speziell ins Brandnertal, ins Klostertal, ins Montafon, in den Bregenzer Wald? Und da schaffen es auch die Destinationen sehr gut, ihre Unterschiede herauszuarbeiten und eben diese angesprochene Vielfalt, aber doch, dass sich's ergänzt und damit auch ein buntes Angebotsfeld entstehen kann. Und da macht gerade diese Zusammenarbeit, gerade dieser Austausch, dieses eigentlich kleine Netzwerk, das es da gibt, absolut Sinn, weil wir uns nicht sozusagen bekriegen müssen, sondern wir müssen schauen, dass wir mehr Gäste zu uns bekommen, die eben auch da die richtigen Gäste für die Destination sind, weil es macht uns nur Sinn, wenn wir zufriedene Gäste auch erreichen können. Und da schaffen die Destinationen miteinander wesentlich besser, wie wenn sie es alleine tun würden. Markus Kegele, wir haben es bei den Ausführungen von Peter Vogler ganz am Anfang auch gehört, der Frau Adelberger, ich glaube, er hat es etwas sympathischer beschrieben, aber natürlich wird uns dieses Besondere zugeschrieben, aber manchmal stehen wir auch zuerst da und warten einmal ab und schauen, ob das was Gehöriges ist. Wie kann sich der Tourismus in diesen Rahmenbedingungen zwischen Gesellschaft und Politik gut weiterentwickeln und was sind Forderungen, die in diesem Bereich schon noch ein bisschen einer Anpassung bedürfen? Also speziell jetzt in der Krisensituation von der Pandemie, von Corona, hat sich sehr viel an der Oberfläche gespült. Wir wissen jetzt sehr viel mehr, wie wir es vorher wissen, und zwar viel bewusster. Es ist ganz klar, ein Kapitel zum Beispiel ist die Eigenkapitalquote, die wir als Schwachstelle sehen in unserer Branche. Das gehört auch zu dem Thema Rahmenbedingungen, die in Zukunft ganz neu überdenkt werden müssen. Also allgemein sehen wir den Tourismus neu denken. Das andere ist natürlich, was sich auch an die Oberfläche gespült hat, ist ganz klar die ganzen Feinheiten. Das ist jetzt allen bewusst geworden und daran gilt es zukünftig weiter zu arbeiten. Gerade für diese 3.500 Betriebe. Wir sitzen im Prinzip alle im selben Boot. Wir waren die am stärksten betroffene Branche und hatten wirklich sehr viel Zeit, auch über die Details nachzudenken. Und jetzt versuchen wir mit der Politik, mit unseren Kollegen, das Ganze zu analysieren und auf den Punkt zu bringen, damit wir nach Corona nicht wieder wie vor Corona diese Fehler machen. Wobei Fehler ist vielleicht übertrieben. Vor Corona war die Welt noch in Ordnung. Jetzt hat sich eigentlich sehr vieles verändert für uns. Und das gilt es einfach drüber nachzudenken und zu korrigieren. Die Krise als Chance, die Markus Kegele da gerade beschreibt, das ist ja auch eigentlich die Anfangslehre, wenn neu Interessierte sich in einen Workshop zu Stefan Hagen in der Postgarage beispielsweise begeben. Und da ist auf die Frage, wer will agil sein, wer will innovativ sein, da werden alle Hände hochgehen. Und in Wahrheit, wenn man dann selber in den eigenen Betrieb schaut, vieles ist hierarchisch, vieles ist nicht so agil. Welche Möglichkeiten bietet denn vor allem die Agilität, die Schnelligkeit dem heimischen Tourismus und auf einer Skala, die Sie frei wählen dürfen, wie agil ist denn der Vorarlberger Tourismus bereits? Also ich glaube, wenn ich hinten beginne, ich glaube, dass der Vorarlberger Tourismus sehr agil und anpassungsfähig ist, nicht nur der Vorarlberger, das haben die letzten Monate gezeigt. Wahrscheinlich wir hier in Vorarlberg auf eine außergewöhnliche Art und Weise, was der Markus auch angesprochen hat, wir hatten die Chance eigentlich auch in der Modellregion sogar etwas früher schon uns anzupassen. Ich würde mir wünschen, dass wir es auch schaffen in der Zukunft, dort noch mehr eben auch diese unternehmerischen Kräfte einzubinden und auch zu zeigen, der Tourismus ist, Entschuldigung, wenn ich das so sage, richtig geile Branche. Das ist meine Überzeugung. Also wenn man was leisten möchte, wenn man sich entwickeln möchte, wenn man auch was lernen möchte, dann ist der Tourismus eine richtig gute Branche, absolute Zukunftsbranche. Und aus meiner Sicht müssen wir nur zeigen, wie toll diese Branche auch ist, welche Möglichkeiten sie bietet und sicher natürlich auch an den Rahmenbedingungen arbeiten und auch schauen, dass die Betriebe einfach auch gut und professionell geführt sind, so wie in allen anderen Bereichen auch. Und ich glaube, wenn wir dort ein paar gute Punkte jetzt treffen die nächsten Jahre, dann mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wir werden eher vielleicht irgendwann das gegenteilige Problem haben, dass wir fast schon überrannt werden von zu vielen Touristen. Aber dann können wir dann vielleicht nochmal eine Gesprächsrunde machen, wenn es so ist. Also ich bin davon überzeugt, dass die Perspektiven sehr gut sind. Aber jetzt gilt es, ein paar Hausaufgaben gut zu machen und vor allem einfach Menschen, die Leidenschaft haben für Tourismus, auch in die Branche zu bringen. Zu viele Touristen gibt es nur dann, wenn mehr als diese zwei Spaziergänge hinter unserem
Bödele zwischen Dornbirn und Schwarzenberg sich einfinden. Und das erinnert mich daran, dass ich dringend mich mal erkundigen sollte, wie man eine dieser Hütten dann auch mieten kann für seine Familie. Aber jedenfalls bedanke ich mich sehr bei den Anwesenden für diese Einblicke in die Vorarlberger Tourismusstrategie, auch in das, was bisher erreicht worden ist. Markus Kegele wird noch für einen Moment hier sitzen bleiben und sich den Fragen stellen, wird flankiert von der hohen Politik. Und für Sie ist das die letzte Möglichkeit, den F- und A-Knopf zu drücken, wie das viele getan haben, und Ihre Fragen zu stellen. Wir freuen uns sehr darauf, diese in der Schlussrunde beantworten zu können. Und wie gewohnt, wir schauen ein bisschen in unsere schöne Natur. Natürlich hätten Sie auch anonyme Fragen stellen können, aber noch mehr freuen wir uns über die, die mit Namen versehen sind. Und da gehen wir jetzt auch gleich in chronologischer Reihenfolge vor. Der als erstes reingetippt hat, war der Stefan Nesensohn vom Vorarlberg Tourismus und Landesrat Christian Gantner, der wieder bei uns Platz genommen hat, gemeinsam mit Markus Kegele, gemeinsam mit Peter Vogler. Wir wollen Ihre Fragen beantworten und die von Stefan Nesensohn ist die erste, nämlich zum Thema Ökologie und Umwelt. Aus Gästesicht jetzt Ökologie und Umwelt wichtig für den Vorarlberger Tourismus, weil die Anreise nach Vorarlberg ist zum Beispiel via Zug nach wie vor, er sagt, eher umständlich und schwierig, zitiere ich hier. Anbindung an das deutsche Bahnsystem und an die Schweiz sind ausbaubar. Eine kurze Antwort wäre ja, das stimmt. Ich denke, gerade was der Anschluss an das europäische Bahnnetz betrifft, gibt es Ausbaupotenzial. Aber ich glaube, gerade was den öffentlichen Personennahverkehr betrifft und das Ganze auch in Kombination mit dem Tourismus, haben wir durchaus auch Leuchttürme. Ich erinnere an die Alpenregion Bludenz, die gerade mit der Gästecard hier ein Angebot geschaffen hat, wo der Gast auch den öffentlichen Personennahverkehr ab der ersten Nacht gratis mitnutzen kann. Und vor allem, es hat gezeigt, das ist das Erfreuliche, dass wenn es das Angebot gibt, der Gast auch tatsächlich umsteigt. Es ist nicht nur so, dass hier ein Pauschalangebot geschaffen wurde, sondern der Gast nützt das auch und lässt sein Auto auch bewusst im Urlaub stehen. Und ich glaube, das ist ein gutes Asset, das auch auf unsere Marke und auf unsere Art, Urlaub zu machen, einbezahlt. Markus Kegele, unter den Zusehern ist auch Pascal Hämmerle. Er hat geschrieben, um in die Mitarbeiter zu investieren, braucht es auch bessere Rahmenbedingungen. Er meint damit die Lohnnebenkosten und auch die Tatsache, dass all das inklusive der Lohnnebenkosten und allen anderen Kostenblöcken, die da anfallen, dazu führt, dass Vorarlberg zu einer richtigen Hochpreisregion wird, was den Urlaub betrifft. Und eine hochpreisige Region, wo der Besuch in der Gastronomie für Vorarlberger zum Luxus wird dann auch wiederum. Was ist aus Ihrer Sicht, auch als Hotelier vom Mondschein in Stuben, einiges ja dazu zu sagen und die Kostenrechnung sicher auch im Blick zu haben. Was kann man dazu sagen?
Da hat der Pascal Hämmerle ganz sicher hundertprozentig recht. Das ist eine ewig lange Diskussion bereits. Mehr Netto vom Brutto, das wünschen wir uns alle und für das kämpfen wir natürlich in unserer Periode. Das ist ganz ein richtiges Thema. Die Ungleichheiten sind natürlich gegeben. Südtirol, Schweiz mit den Lohnnebenkosten haben andere Parameter wie wir in Österreich. Und das gilt es ganz sicher auszugleichen. Das ist das Thema Lohnnebenkosten und das Thema Rahmenbedingungen. Da muss ganz sicher noch drüber nachgedacht werden, wie man das wesentlich besser machen kann in Zukunft. Und bei der nächsten Frage von Doris Zuccalli, da möchte ich nochmal den Landesrat bitten, dazu Stellung zu nehmen, weil es natürlich auch hochpolitisch ist. Viele Organisationen engagieren sich schon lange dafür, Naturerhalt, die Erholungssuchenden sollen den Wert weiterhin der Natur erkennen. Auch diesen Wert möchten Organisationen vermitteln. Und das heißt, dass viele eben auch aus dem Tourismus diese Werte vermitteln sollen. Gleichzeitig beschränkt sich der Naturschutz, schreibt die Frau Zuccalli, zunehmend aufs Papier und wird immer wieder zugunsten von sogenannten öffentlichen Interessen beschnitten, zunichte gemacht. Wo will man dahin? Inwieweit ist Tourismus Profit auf Kosten der Natur? Welches Gleichgewicht gibt es in diesem Bereich auch politisch? Also ich glaube, wenige andere Branchen sind sich so bewusst, dass die Natur natürlich ihr wichtigstes Kapital ist. Gerade im Tourismus profitieren wir natürlich von einer guten Infrastruktur, natürlich von guten Hotels und gastfreundlichen Menschen, die dort arbeiten. Aber unser größtes Kapital ist sowohl im Sommer als auch im Winter die Natur. Ich denke, das ist dem Tourismus bewusst und hier wird auch von Seiten des Tourismus, von den Mitarbeitern, aber auch den Organisationen sehr viel in diesem Bereich investiert. Letztlich, und das auch ganz offen gestanden, braucht es aber auch in den Regionen, braucht es letztlich auch Investitionen. Denn nur wenn wir in diesen Regionen auch noch leben, auch noch wirtschaften können, wird es in Zukunft dort Menschen geben. Und die sind letztlich auch verantwortlich, dass dieser Lebensraum so ist, wie er jetzt ist. Peter Vogler, da schwingt ja auch der Klimaschutz und auch der Klimawandel gegebenenfalls irgendwie mit, wenn wir gerade wunderbare Skibilder auch hinter uns sehen. Wie sind diese Themen auch in Ihren bisherigen Gesprächen und Untersuchungen angekommen? Wir haben es ja gesehen, auch in der Evaluierung, das ist eigentlich der zentrale Wert, der auch in Zukunft eine Rolle spielen soll. Also die Naturqualität, die Nachhaltigkeit. Und das wurde ja auch bei der jungen Runde sehr, sehr deutlich gesagt. Da bin ich auch dankbar dafür, dass das so reflektiert wird. Die Nachhaltigkeit hat eben drei Aspekte, oder? Es wird oft verwechselt nur mit dem ökologischen Aspekt, aber es sind eben ökonomische Aspekte genauso zu berücksichtigen wie die sozialen Aspekte. Und es gibt hier Projekte, das auch messbar zu machen. Und wir sind dabei, eben alle drei Faktoren gerade im Tourismus in Balance zu bringen. Und das ist, glaube ich, auch erkannt worden in der Branche, das zeigen auch diese Umfragen, dass das einer der höchsten Werte sein soll in Zukunft. Übrigens widerspricht es ein wenig dem Trend, was die Gästeforschung betrifft. Die sagt nämlich, dass dieser Begriff Nachhaltigkeit nicht so sehr der Wettbewerbsvorteil sein wird aus Sicht des Gastes. Aber man sieht auch, dass es hier eine starke Identität gibt in Vorarlberg, hier auf Natur zu setzen, auf ökologische Aspekte, aber eben im Sinne der Nachhaltigkeit, dass es eben auch im Ausgleich mit ökonomischen Interessen ist. Eine Frage, die ich Ihnen allen jetzt zum Abendmahl hinwerfe, sozusagen. Ich weiß nicht genau, wer sich da berufen fühlen könnte. Stefan Nesenson schreibt erneut, wie kommt es dazu, dass Tourismusjobs.at erfolgreich war? Steckt da eine Geschichte dahinter? War es eine so brillante Idee oder was ist der Grund dafür? Also es war sozusagen ein Projekt, das als positives Projekt bewertet wurde, als Initialzündung, sich des Themas Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzunehmen. Man muss vielleicht auch dazu sagen, es gab noch weitere Projekte. Das war die Starcard, das war die Tourismusschule Gast. Und in diesem Dreiklang hat man versucht, vor allem auch von der Wirtschaftskammerseite aus, mit Unterstützung des Landes natürlich, hier Plattformen zu schaffen, die den Tourismus stärker als attraktiver Arbeitgeber positionieren. Jetzt muss man sagen, das ist natürlich auch im Rechnungshofbericht in Richtung Vorarlberg Tourismus kommuniziert worden, erst kürzlich. Es hat bei der Umsetzung beim einen oder anderen Projekt gehakt, oder? Also es ist sozusagen sehr stark am Beginn ein Impuls gesetzt worden bei vielen Projekten. Die Gast ist weiterhin erfolgreich. Bei Tourismusjobs.at gibt es jetzt eine Überlegung, ist das tatsächlich das richtige Forum? Es wird was Ähnliches geben müssen, aber
diese Form, da hat man halt auch was ausprobiert, wie heutzutage üblich. Im Digitalisierungszeitalter wird auch manches ausprobiert. Da hat man eher erkannt, das müssen wir eher zurücknehmen. Aber es wird andere Formen geben, sozusagen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzusprechen und die Attraktivität als Arbeitgeber zu fördern. Da ist vielleicht Tourismusjobs.at jetzt nicht im Endstadium das beste Beispiel, offen gesagt. Aber es war zu Beginn eine ganz klare sozusagen Marschrichtung, die sich aus der Tourismusstrategie 2020 ergeben hat, die sehr großes Potenzial beinhaltet. Und jetzt muss man es anpassen und neu aufsetzen. Herr Vogler, vielleicht noch im Anschluss eine Frage eines anonymen Zuschauers nach der Rolle vom Vorarlberg Tourismus. Wir haben jetzt heute die Regionen gehört, wir haben einzelne Unternehmerinnen und Unternehmer gehört. Über den Rechnungshofbericht haben wir die ein oder andere Bemerkung verloren. Welche Rolle der Vorarlberg Tourismus bei dieser Strategie spielt? Er ist sehr stark eingebunden. Wir sind natürlich im engen Austausch mit Magister Christian Schützinger als Tourismusdirektor. Er ist natürlich die entscheidende Kraft auch, was sozusagen diese Umsetzung der letzten Strategien betrifft, in Zusammenarbeit mit den Destinationen. Und es ist so, dass natürlich auch Überlegungen jetzt sind, das haben wir auch gehört bei der Kerstin Biedermann-Smith, wie kann man die Struktur neu überlegen, neu in die Zukunft bringen. Also das heißt auch, eventuell zu überlegen, aber es ist noch viel zu früh, nochmal die Aufgabenteilung zwischen Vorarlberg Tourismus und diesen 6 Destinationen sich anzuschauen. Es ist ganz klar, es gibt Synergiepotenziale, zum Beispiel beim Thema Digitalisierung. Darum habe ich auf den Rechnungshofbericht verwiesen. Es gibt Themen, wo es wirklich Sinn macht, die auch zentraler, koordinierter zu bearbeiten und natürlich auch die Umsetzung der Strategie zu steuern. Und es wird die Frage sein, wer letztlich hier federführend sein wird. Und natürlich, der Rechnungshofbericht sagt, Vorarlberg Tourismus wäre eine Option. Und es gilt zu überprüfen, zu evaluieren, ob das dann so sein wird. Herr Kegel, jetzt auch aus Sicht der Wirtschaftskammer und auch der Betriebe, was sind jetzt die nächsten Schritte für die, die bisher nicht groß eingebunden waren in dieses Entstehen der Tourismusstrategie 2030, die sich betätigen möchten, die da mitarbeiten möchten? Was wären nächste Schritte, die jetzt auf die Zuhörerinnen und Zuhörer heute zukommen? Also ich kenne Bereiche, Mikrofon, bitte. Ich kenne Bereiche von der Tourismusstrategie 2020. Da wurden schon ziemlich viele eingebunden. Jetzt bei der Tourismusstrategie 2030 hat man versucht, alle einzubinden. Also jeder, der mit dem Tourismus zusammenhängt, der irgendwas zu tun hat mit dem Tourismus, der ist eigentlich im Vorfeld schon involviert worden, angeschrieben worden und dazu motiviert worden, dass er mitarbeitet. Also vom Privatzimmervermieter bis zum Bergführer, bis zu den Hotellerie, Gastronomie sowieso. Aber es geht noch weiter hinaus, Seilbahnen etc. Es wurden alle eigentlich informiert und gebeten, mitzuarbeiten. Sollte sich jemand noch nicht angesprochen gefühlt haben von uns, dann hätten wir sehr gerne, dass er sich bei uns meldet. Aber es sind eigentlich alle Fachgruppen, alle Gruppen daran beteiligt. Wer sich melden möchte, wer sich beteiligen möchte, das ist vielleicht auch ein guter Abschluss der heutigen Diskussion, der kann sich weiter informieren, der kann auch mittun und zwar unter der Internetadresse www.tourismus-vorarlberg2030.at. Dort gibt es auch die Möglichkeit, die eigenen Ansichten kundzutun. Mir bleibt um 19.49 Uhr Ihnen allen für die Ausdauer am heutigen Abend zu danken, dass Sie sich für dieses Thema interessiert haben. Wir werden mit Interesse verfolgen, wie sich die Tourismusstrategie 2030 weiterentwickelt und vor allem dann auch, wie alle Menschen in diesem Land, wie sie umgesetzt wird und was sie dann auch für die hier wohnenden und arbeitenden, lebenden Menschen dann bringt. Ihnen allen vielen Dank fürs Dabeisein, allen meinen Gästen hier im Studio. Auch danke fürs Vorbeischauen und damit auf einen fruchtbaren Prozess und jetzt mal zunächst vielleicht auf ein kurzes Abendessen oder einen schönen Abend insgesamt. Danke fürs Dabeisein.